Hallo und herzlich willkommen bei Retro und Games. Ja, James Bond läuft gerade in den Kinos und ich habe ihn mir angeschaut. Als ich dann wieder zu Hause vor meinen Geräten saß, dachte ich mir, welche James Bond-Titel hast du denn so gezockt? Ja, und welche sind denn überhaupt so im Laufe der Zeit erschienen? Entsprechend habe ich alle offiziell erschienenen James Bond-Titel herausgesucht und angezockt. Und das Ergebnis wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Ja, und los geht's! So ja, wir schauen uns alle James Bond Computer bzw. Konsolenspiele mal genauer an. Natürlich muss ich vorneweg sagen, dass es viele Nachahmer, Ableger und Agenten-Games gibt. Die will ich in diesem Video aber nicht anschauen, sondern nur die offiziellen, die wirklich eine Lizenz erworben haben. Somit fällt eigentlich das erste Spiel, das ich erwähne, schon mal raus. Es ist Shake But Not Stir. Da geht es natürlich um James Bond, aber es kamen eben nicht die offiziellen Logos, Namen und Schriftzüge zum Einsatz. Doch weil es eben das erste Videogame ist, das mit James Bond überhaupt zu tun hat, erwähne ich es trotzdem. Es ist ein Text-Adventure und erschien 1982 und da kamen ja gerade erst die ersten 8-Bit-Computer auf den Markt. Es erschien allerdings nur für den ZX Spectrum, aber ist auch irgendwie passend, englischer Computer, englischer Spion. Ich zocke es aber eben, wie gesagt, nicht, weil es eben nicht offiziell ist. Das erste offizielle Spiel ist James Bond 007 und das erschien 1983 für den Atari 2600, den Atari 5200 und für den C64, auf dem ich es jetzt zocke. Gerade gegen Ende der 80er Jahre bis hinein in die frühen 90er gab es gefühlt unzählige Plattformen, auf denen Videospiele erscheinen konnten. Entsprechend wurden auch viele James Bond Spiele zigfach portiert. Ich werde hier immer nur die wichtigsten erwähnen, insbesondere lasse ich Coleco, MSX, Sega, SG-1000 und so weiter weg, die eben nicht den Massenmarkt so betrafen. Doch erstmal zum Spiel, ein klassischer Side-Scroll-Shooter. Das Vehikel fährt nach rechts und der Gegner schießt Löcher in den Boden oder einen selber ab. Und über diese Löcher, die er da macht, muss man springen. Dazu kann man noch Diamanten abschießen. Nicht kompliziert, aber auch nicht zwingend einfach. Die Zielplattform war zunächst der Atari 2600, dessen Grafik so ziemlich ausgereizt wurde. Ich spiele ja hier die C64-Version, die sicherlich nicht alles aus der Maschine herausholt. Vertrieben wurde das Spiel von der Firma Domag, wie könnte es anders sein, eine englische Firma. Doch erstmal weiter zum nächsten Game. Das nächste Spiel heißt A View to a Kill und kam 1985 auf den Markt. Wieder war Domag der Publisher, aber diesmal ist es ein Action-Game. Es erschien ebenfalls für mehrere Plattformen, natürlich wieder für den ZX Spectrum, für den CPC und auch klar für den C64. Bei diesem Spiel sieht man zum ersten Mal auch das klassische Bond-Intro mit dem Blick durch den Lauf der Waffe, an dem man eigentlich auch ganz gut die Entwicklung der Spiele erkennen kann, also wie gut das wirklich umgesetzt wurde. Das zu schweigen natürlich von der Musik- oder Sprachausgabe, die hier am Anfang natürlich auch sehr schwach ist. Bei dem Spiel gibt es drei recht unterschiedliche Level, ich zocke nur 1 und 2 an. Bei Level 1 muss man mit dem Auto durch die Stadt fahren und Mayday einfangen. Die ist mit dem Gleitschirm vom Eiffelturm gesprungen und das Einfangen gelingt natürlich erst bei der Landung, klar. Bis es soweit ist, muss man dann eben diesem Gleitschirm hinterherfahren, was nicht ganz einfach ist. Die Straßen sind eng, es gibt andere Fahrzeuge oder Straßenblockaden. Immerhin kann man die gegnerischen Fahrzeuge abschießen, aber ja, wie gesagt, ist nicht ganz so einfach. Ich fahre hier nicht ganz so schnell, denn sonst rumse ich immer gegen die Wände und das macht mein Fahrzeug relativ schnell kaputt. Und dann würde ich wieder von vorne anfangen müssen. Ich habe, glaube ich, das Spiel damals auch nicht wirklich oft gespielt, weil es eben sehr zäh ist, hier am Anfang Mayday einzufangen und Rennspiele gibt es meines Erachtens deutlich bessere. Bei Level 2 läuft man in einem brennenden Haus herum und muss daraus entkommen. Dazu geht es Schlüssel zu finden, um Türen zu öffnen und dergleichen. Aber es ist auch recht schwierig und darum gehe ich gleich weiter zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel erschien ebenfalls 1985 und heißt genauso A View to a Kill. Allerdings heißt es diesmal James Bond 007 A View to a Kill. Generell ist die Namensgebung immer so eine Sache. Manchmal steht 007 dabei, manchmal nicht und auch James Bond ist nicht immer Teil des Titels. Oft ist dann nur der Filmtitel auch Name des Spiels. Aber zum Spiel selbst. Wie ihr seht, handelt es sich um ein Text-Adventure, das nur für DOS, Apple II und Macintosh erschienen ist. Es stammt auch nicht von Domag, sondern von Angelsoft. Genauso wie das 1986 erschienene Game James Bond 007 Goldfinger. Auch wieder ein Text-Adventure und auch nur für diese Plattformen.
Die Spiele mögen ihren Reiz haben, früher natürlich noch viel mehr als heute, aber für ein YouTube-Video bieten sie halt leider recht wenig. So ein Text-Adventure ist da nicht besonders aufregend. Daher belasse ich es auch damit und komme einfach gleich zum nächsten Spiel. 1987 brachte die Doma gleich den nächsten Bond-Titel heraus, The Living Daylights. Wieder für mehrere gängige Plattformen, unter anderem eben auch ZX Spectrum, C64, CPC und diesmal auch Amiga. Ja, und diesmal ist es auch ein Side-Scroll-Shooter. Man hat ein Fadenkreuz, das man über den Bildschirm bewegen kann und muss die Gegner entsprechend abschießen. Zudem steuert man natürlich auch den James Bond selber, der kann aber immer nur weiter nach rechts laufen. Über Steine kann man hüpfen, indem man nach oben drückt. Macht man das nicht, so stolpert James Bond und kann für kurze Zeit lang nicht mehr gesteuert werden. Er muss sich dann erst wieder aufrappeln. Das Spiel wurde bei einigen Systemen mit Lightgun-Unterstützung ausgeliefert. Das ist dann bestimmt ganz spaßig, wenn man hier wirklich mit einer Waffe zielen kann. Ich habe leider keine und deshalb, ja, lasse es damit auch gut sein und gehe weiter zum nächsten Game. 1988 erschien Live and Let Die, immer noch von Doma gepublished und wieder geht es ums Schießen, klar. Diesmal aber in einer Rennansicht, also von hinten und oberhalb des Fahrzeugs. Man steuert ein Boot und muss wieder mal die Gegner abschießen. Klar, sollte man auch nicht ans Ufer fahren und Steine, die im Wasser sind, tunlichst vermeiden. Ansonsten wird das Boot immer beschädigt und irgendwann ist mit dem guten James Bond zu Ende. Klar, manchmal kommt auch noch ein Flugzeug von oben oder fliegt über einen drüber und wirft einen Torpedo ins Wasser. Da gilt es natürlich erst recht, möglichst im richtigen Moment auszuweichen. Und naja, ansonsten ist es eigentlich immer dasselbe. Man muss die Gegner abschießen und entsprechend den Hindernissen ausweichen. Die Umgebung wechselt nach jedem Level, aber das war's dann eigentlich schon. Mehr gibt's zu dem Spiel nicht zu sagen, aber wir haben ja noch einige weitere im Petto. Also weiter zum nächsten. Ein sehr ähnliches Spiel ist 007 License to Kill, 1989 wiederum von Domag vertrieben. Allerdings ist es diesmal ein Helikopter im Top-Down-Stil. Dazu kommen gegnerische Stellungen und Soldaten, die auf einen schießen. Der Bösewicht fährt in einem Jeep vorneweg und wir jagen natürlich hinterher, um ihn abzuschießen. Man sollte mit dem Heli einigermaßen über der Straße fliegen, dann ist die Gefahr von Kollisionen verringert. Drückt man den Joystick nach vorn, fliegt der Hubschrauber zwar schneller, aber Vorsicht, eben auch tiefer. Und das ist manchmal dann schon gefährlich, wenn da Häuser oder sonstiges im Weg steht. Ich spiele es hier übrigens auf einem Amiga, daher ist die Grafik gegenüber den vorherigen Games natürlich viel besser, aber das spielt ja eigentlich im Grunde keine Rolle. Das Prinzip war auf allen Plattformen gleich. Es ist eben auch für ZX Spectrum, C64 und CPC erschienen. Und auch für die damals etwas aktuelleren Systeme, wie gesagt, Amiga, aber auch Atari ST und sogar für DOS. So, ja, aber auf zum nächsten Spiel. 1990 erschien The Spy Who Loved Me für die gleichen Plattformen wie gerade eben schon. Domag nahm die Technik von License to Kill und passte das Ganze auf ein Autorennspiel an. Daher sind sich die beiden Spiele auch recht ähnlich. Diesmal kann man die Fahrspur allerdings nicht verlassen und natürlich nimmt man schnell Schaden, wenn man das Auto an den Rand setzt oder darüber hinaus fahren möchte. Mit den eingesammelten Coins kann man sich zwischen den Levels Ausrüstungsgegenstände kaufen, auch nicht schlecht. Zwei der fünf Levels bieten eine egoähnliche Shooter-Perspektive mit Fadenkreuz. Hier gilt es noch, Wachen abzuschießen. Das kam dann noch on top zu den vorhergehenden Spielen. Amiga, Atari, ST und DOS-Versionen gab es aber natürlich auch. Damit geht es aber auch schon weiter zum nächsten. Gegen Ende der 80er Jahre wurden Point-and-Click-Adventures sehr populär. Da wollte man mit James Bond natürlich nicht hinten anstehen. Entsprechend brachte Interplay 1990 das Spiel James Bond 007 The Stealth Affair auf den Markt. Ich spiele hier die amerikanische Version, da heißt das Spiel nur Operation Stealth und es gibt auch keinen James Bond. Nein, der Agent heißt jetzt John. Interplay dachte wohl, dass die Amerikaner nichts mit dem britischen Geheimagenten anzufangen wissen und lieber einen CIA-Agenten durch die Rätsel lotsen wollten. Ansonsten ist aber alles identisch. Wie auch immer, das Game bekam recht unterschiedliche Kritiken. Sound und Grafik kamen eigentlich recht gut an, jedoch traf die Eingabe nicht bei allen auf Gegenliebe. Manche fanden es zu kompliziert, die Objekte mit der Maus zu finden und das Ganze zu vernünftigen Sätzen zusammenzustellen. Andere hielten auch das für innovativ und gelungen. Diesmal gab es aber nur Versionen für Amiga, Atari ST und DOS. Gut, aber erstmal weiter zum nächsten Spiel. 1992 kam Nintendo erstmals in den Genuss eines James Bond Videogames. James Bond Junior heißt es und kam 1992 für die NES und die SNES auf den Markt.
Diesmal vertrieb THQ das Spiel und es gibt diverse Level mit unterschiedlichen Spielvarianten sozusagen. Zunächst gibt es eine kleine Jump-and-Run-Aufgabe und gleich darauf steuert man einen Hubschrauber. Der fliegt im Sidescroller-Modus über den Bildschirm und kann gegnerische Hubschrauber und Stellungen und sonstiges beschießen. James Bond Jr. begann ursprünglich als Zeichentrick-Fernsehserie, in der der Neffe von James Bond auf eine Agentenschule geht und gegen eine Terrororganisation kämpft. Ganz interessant. However, ein nettes Spiel, aber wir gehen weiter zum nächsten. Ein letztes Mal trat DOMAG 1993 als Publisher auf. James Bond The Duel. Erschien nur für Sega-Konsolen, Mega Drive, Game Gear und Master System. Im asiatischen Raum übernahm Tengen den Vertrieb und wie wir bei meinem Klacks-Video ja schon gehört haben, durfte Atari Games den Namen Atari für Spielevertrieb nicht verwenden und so gründeten sie die Tochterfirma Tengen, die diese Aufgabe übernahm. Wie auch immer, das Spiel ist ein Action-Game, bei dem man natürlich James Bond steuert. Es gibt diverse Level, doch prinzipiell geht es natürlich immer darum, Gegner auszuschalten, Damen zu retten und die Bosse zu bezwingen, also die Bösen. Das schafft man durch Laufen, Klettern und vor allem natürlich durch Schießen. Das Ganze läuft in einer Side-Scroller-Manier ab, klar nichts Neues und auch generell kein extrem herausragendes Spiel, aber spaßig allemal und wenn man solche Games liebt, kann man auch dieses gerne hier mal spielen. Aber weiter zum nächsten Game. So, jetzt zu einem Spiel, bei dem ich schon lange überlegen musste, ob ich es überhaupt mit dazu nehme. Es handelt sich um GoldenEye von 1995 und es gab es nur für die tragbaren LCD-Konsolen von Tiger Electronics. Diese LCD-Geräte haben kaum Leistungen, können auch nicht viel darstellen. Quasi ein Gameboy für Arme. Naja, nicht so ganz, aber es hat ja auch immer nur ein Spiel Intus. Ja? Und es gab einfach nur diese LCD-Bildchen, die sie dann wechselten und kein wirkliches, ja, aktives Bewegen. Sowas kennt man heute, glaube ich, gar nicht mehr. Aber es wurde eben damals offiziell lizenziert und dann habe ich es halt doch mal angezockt. Aber ich konnte das Spiel nirgends mehr zu kaufen finden und habe dann eine gratis Online-Variante gespielt, dem leider das farbige Hintergrundbild fehlt. Damals war das so eine wüstenähnliche Straße, auf der da James Bond steht und ja, ein bisschen Hintergrund, nichts wirklich Beeindruckendes. Man hat es auf dem Eingangsbild hier gesehen, wie das so in Wirklichkeit aussah. Aber es, glaube ich, ist der Reiz hier nicht groß, das wirklich auch zu sehen. Wie ihr seht, ist die Darstellung eh nicht die beste und ich kann, wie gesagt, auch nur links und rechts lenken, schießen oder schlagen. Mehr geht schon gar nicht und das einzige Ziel ist eigentlich, einen höheren Punktestand zu erreichen als beim vorigen Spiel. Ja, ganz nett für zwischendurch. Damals war es irgendwie cooler. Heute, glaube ich, ist das nicht wirklich reizvoll. Egal, jetzt ist es auf jeden Fall mit drin und ich kann schnell weiter zum nächsten Titel. 1997 kam GoldenEye 007 auf den Markt. Das heißt, es wurde exklusiv für den N64 produziert, also Nintendo 64. Die hatten die offiziellen Lizenzen 1995 erworben und gaben diese aber 1998 schon wieder ab. In dieser Zeit entstanden nur zwei Spiele, eins davon eben dieses hier. Es ist ein First-Person-Shooter, aber für die damalige Zeit nicht gerade genre-typisch. Klar, es gilt Soldaten abzuschießen und davon gibt es sicherlich genug. Aber bis dahin ging es bei Ego-Shootern vor allem darum, Monster zu töten, à la Doom halt, und nicht unbedingt realistisch zu sein. Dazu kommen eben noch die Stealth-Elemente, die das Agenten-Feeling etwas steigern. Und zuletzt gab es auch nochmal die Klopgun. Eine Waffe, die eben nicht perfekt ist und auch nicht sehr präzise. Das war damals auch relativ neu und letztlich gab es noch einen Mehrspieler-Modus, der kam dann auch noch oben drauf, was das Ganze schon zu einer sehr runden Sache machte. Deshalb bekam das Game eben auch ausgezeichnete Kritiken und wurde mit mehr als 8 Millionen Einheiten zu einem der meistverkauften Spiele des N64. Ja, ich balle hier noch ein paar Bösewichte weg. Doch nun zum nächsten Spiel. Nachdem Nintendo die Lizenzen erworben hatte, brachten sie 1998 noch ein Spiel für den Game Boy heraus. James Bond 007 heißt es und es erinnert mich doch sehr an The Legend of Zelda. Gut. Die Grafik des Game Boy gibt nicht so viel her und auch der Sound ist natürlich nicht überragend. Aber die Spielemechanik und das Gameplay sind sehr an Zelda angelehnt. Man geht in Häuser, findet Gegenstände, muss mit Leuten reden, um weitere Hinweise zu bekommen und so weiter. Nun, bei James Bond gibt es mehr Waffen und er kann karatemäßig kämpfen, sodass es etwas mehr Action-Elemente bietet, aber trotzdem bleibt ja, diese Erinnerung an Zelda bestehen.
Damals war es recht beliebt, doch die Kritiken waren eher durchwachsen. Manche sehen es als ziemlich unterbewertet an, da es mehr der Figur James Bond in den Büchern und Filmen entspricht, als alle aktuelleren Titel oder Titel der damaligen Zeit. Weil es eben um Reden und Finden von Gegenständen auch geht und nicht nur um das reine Schießen. Wie auch immer, ich komme zum nächsten Titel. Nach Nintendo übernahm Electronic Arts die Lizenzen von MGM und erschuf das Spiel Tomorrow Never Dies. Dies im Jahre 1999. Es ist ein Third-Person-Shooter mit Stealth-Elementen. Das Spiel erschien aber nur für die PlayStation. James Bond muss hier nicht nur zahlreiche Gegner töten, sondern auch Equipment finden und einsetzen. Dazu muss er auch mal mit dem Auto oder mit Skiern fahren. Ansonsten ist eigentlich auch schon gar nicht mehr viel zu dem Spiel zu sagen. Die Energie wird oben angezeigt und man muss sogenannte Medikits einsammeln, um wieder mehr Energie zu besitzen. Die Zielmechanik funktioniert ganz gut und das CD-Laufwerk der PlayStation erlaubte auch, dass Filmsequenzen eingespielt werden. Dadurch ist die Verbindung zur Filmvorlage größer als bei anderen Spielen, auch wenn das Spiel erst 2 Jahre nach der Premiere des Films auf den Markt kam. Hier gab es einige Verzögerungen, sodass auch der Multiplayer-Modus auf der Strecke bleiben musste. Trotzdem ein schönes Spiel, wie ich finde. Aber jetzt geht's weiter zum nächsten Spiel. Im Jahr 2000 erschien das Spiel The World Is Not Enough, wiederum von Electronic Arts, beziehungsweise jetzt unter dem Namen EA Games. Die sollten bis 2005 die Lizenzrechte behalten und in dieser Zeit einige James Bond Titel vertreiben. Das Spiel erschien als erstes für den N64, aber schon kurz danach auch für die PlayStation. Bei den Kritiken schnitt die N64-Version allerdings deutlich besser ab. Vielleicht lag es daran, dass Eurocom eine neue Game Engine einsetzte, die eigentlich für den GameCube geplant war, also dessen Nachfolger. Black Ops Entertainment setzte bei der PlayStation noch auf die Tomorrow Never Dies Engine, die wurde zwar verbessert und von Third- auf First-Person-Shooter umgestellt, aber sie blieb halt trotzdem hinter der N64-Version zurück. James Bond kann in diesem Spiel diverse Gadgets einsetzen und es gibt auch einige Stealth-Elemente, wie hier die Kameras, denen ich geschickt ausweichen kann. Schaffe ich das nicht, kommen gleich ein paar Waffen, die ich dann in FPS-Manier natürlich erschießen muss. Mehr bleibt zu dem Spiel halt auch nicht zu sagen, ein typisches Agentenspiel. Doch, weiter zum nächsten. Im gleichen Jahr, also 2000, brachte EA Games noch ein Rennspiel auf den Markt. 007 Racing heißt es. Wie der Name vermuten lässt, muss man als James Bond durch die Gegend rasen, um den Bösewichten ein Schnäppchen zu schlagen. Dabei lehnt sich das Spiel an Tomorrow Never Dies an, denn man fährt den Aston Martin DB5, den BMW 750 IL und den BMW Z3. Natürlich geht es hierbei nicht darum, der Schnellste zu sein, wobei das natürlich durchaus hilfreich ist, sondern man bekommt Aufgaben, die es zu erledigen gilt. Rette die Dame, schieße mit einer Rakete einen Hubschrauber ab, etc. Dabei kann man verschiedene Gadgets einsetzen, wie eben gesagt Raketen, Rauch oder Öl, um den Gegnern Herr zu werden. Die Entwickler setzen auf eine angepasste Need for Speed Engine, die das Game für damalige Verhältnisse recht gut aussehen lässt. Dazu kommt noch die Sprachausgabe, die dem Spiel einen gewissen Charme verleiht. Dennoch waren die Kritiken nicht nur durchweg positiv. Aber egal. Weiter zum nächsten Spiel. 2001 kam das nächste Spiel von EA Games heraus. James Bond 007 Agent Under Fire. In diesem Jahr kündigte Sega die Dreamcast ab und mit dem Erscheinen der Xbox etablierten sich die drei großen Player, die es bis heute noch gibt. Sony mit der PlayStation, Microsoft mit der Xbox und Nintendo mit ihren Konsolen von GameCube bis Switch. Dieses Spiel gab es für die PlayStation 2, die Xbox und den GameCube. Es ist ein First-Person-Shooter. Aber es gibt auch Missionen, bei denen Bond mit dem Fahrzeug unterwegs ist. Außerdem sind ein paar neue Gadgets im Programm und natürlich nutzt man die Fähigkeiten der 6. Konsolengeneration stark aus, sodass ein verbesserter Sound und Grafik zum Einsatz kam. Und die benötigten Datenmengen durch die DVD-Laufwerke spielten keine große Rolle mehr, sodass man relativ viel reinpacken konnte. Obwohl das Game eher mittelmäßig bewertet wurde, brachte es den Entwickler einige Millionen ein. Zeitweilig wurde es auch in den Konsolen-Bundles mitverkauft, sodass dadurch schon 4 Millionen Einheiten an die Kunden gebracht wurden. Wie auch immer, ich komme jetzt zum nächsten Titel. So, nachdem ich das LCD-Spiel schon erwähnt habe, darf das Game Boy Color-Spiel natürlich auch nicht fehlen. The World Is Not Enough erschien 2001 und klar war wieder EA Games der Publisher. Es ist ein Action-Adventure im Agentenstil. Das heißt,
James Bond hat einige Gadgets und Waffen und kann Gegner damit ausschalten. Man muss verschiedene Dinge finden und benutzen, so zum Beispiel Keycards, um verschlossene Türen zu öffnen, aber auch Health-Pakete sind hilfreich, um die Energie wieder aufzuladen. Stirbt James, so beginnt das Level wieder ganz von vorn. Von denen gibt es übrigens 8 Stück. Das Spiel hält sich ziemlich an die filmische Vorlage, sodass eben auch eine U-Boot- oder eine London-Szenerie darin vorkommt. Die schräge Projektion lässt das Spiel zwar plastisch erscheinen, allerdings wurde es für den grafischen Detailmangel doch recht stark kritisiert. Auch der hohe Schwierigkeitsgrad und die Dummheit der Gegner wurden bemängelt, sodass es nur durchwachsene Bewertungen bekam. Nichtsdestotrotz verkaufte sich das Spiel aber ganz gut. Doch ich mache jetzt mit dem nächsten Game weiter. EA Games nutzte die Lizenzen redlich und brachte gleich das nächste James Bond Game auf den Markt. 2002 kam James Bond 007 Nightfire. Es ist der direkte Nachfolger von Agent Under Fire, wurde aber in jeglicher Hinsicht verbessert. Wiederum gab es Releases für die üblichen Konsolen, PlayStation 2, Xbox und GameCube, doch diesmal kam noch Windows mit dazu. Allerdings hat das keine Fahrzeugversion und es gibt ein paar kleinere Modifikationen. Dies gilt auch für die Mac-Version, die erst 2 Jahre später erschien. Ein Jahr nach der Erstveröffentlichung gab es auch noch eine Game Boy Advance-Version, auf die gehe ich aber gleich im Anschluss noch ein. Es ist wieder mal ein First-Person-Shooter, jedoch ist das Storytelling sehr gut gelungen. Es gibt filmische Sequenzen, die einem das Flair des Agenten näher bringen, auch sonst fühlt man sich eher an Bond erinnert als an einen Ego-Shooter auf einer Konsole. Entsprechend gab es viel Lob für das Spiel, zumindest auf den Konsolen, die PC, Mac und insbesondere auch die GBA-Version fielen dagegen eher ab. Apropos GBA-Version, zu der komme ich jetzt. Eigentlich ist es ja kein eigenes Spiel, sondern nur die Umsetzung des Titels James Bond 007 Nightfire für den Game Boy Advance. Ich habe ihn hier trotzdem mal angespielt, weil er doch ziemlich anders aussieht als die Konsolenversion. Als eigenes Spiel würde ich das Game jedoch nicht sehen. Es hält sich schon an die grundlegende Story, aber aufgrund der viel geringeren Rechnerleistung des Game Boys konnte natürlich vieles nicht so umgesetzt werden. Auch der wenige Speicherplatz begrenzte natürlich die Möglichkeiten. Trotzdem gibt es ein paar Sprachausgaben und naja, Sound und Grafik können aber halt bei dem Gerät auch nicht viel besser sein. Wie schon erwähnt, erhielt das Spiel keine so berauschenden Kritiken, weil der Spagat zwischen dem Original James Bond Story und den eingeschränkten Möglichkeiten des Geräts eben nicht so gut gelang. Aber just another First-Person-Shooter für den Game Boy Advance, denke ich mal. Und ja, ich halte mich da nicht lange da auf, sondern gehe weiter zum nächsten Spiel. Im gleichen Jahr, also 2003, erschien ein weiterer James Bond-Titel für den Game Boy Advance. EA Games brachte 007 Everything or Nothing auf den Markt. Einen Third-Person-Shooter, der auch einige Stealth-Elemente enthält. Zudem musste man auch mal fahren, wodurch das Spiel recht vielfältig daherkommt. Interessant finde ich, dass diesmal die Gameboy-Version, also die Game Boy Advance-Version vor der Konsolen-Version auf den Markt kam. Leider erschwert die isometrische Darstellung das Spielen ein wenig, weil man dadurch oft nicht weit vorausschauen kann. Damit ist das Anschleichen sehr schwer und man neigt dazu, sich den Weg einfach freizuschießen. Das funktioniert zwar meistens, allerdings ist dann halt auch das James-Bond-Agenten-Feeling nicht mehr so da. Zumindest meiner Meinung nach. Wie schon bei den vorherigen Titeln begrenzt die Hardware natürlich die Möglichkeiten, aber es gibt einige sehr gute Spiele für die Plattform. Es wäre also durchaus mehr drin gewesen. So bleiben die Kritiken auch im oberen Mittelfeld hängen. Auch diesmal will ich es eigentlich nicht als eigenes Game zählen lassen, weil es eben auch Konsolenversionen gibt. Zu denen kommen wir genau jetzt. Letztlich nur 3 Monate nach der Game Boy Advance Version erschienen die Varianten für die Konsole. Allerdings schreibt man da schon das Jahr 2004. EA Games brachte James Bond 007 Everything or Nothing für die PlayStation 2, Xbox und den GameCube auf den Markt. Logisch für die 3 großen halt. Wie auch bei der GBA-Version handelt es sich um einen Third-Person-Shooter mit Stealth-Elementen und Fahrsequenzen. Die Studios investierten eine Menge Geld. So kamen zum Beispiel auch die Originalstimmen von Pierce Brosnan, Judi Dench und John Cleese zum Einsatz. Übrigens durfte Heidi Klum die Stimme der fiktiven Katja Nadanova sprechen. Einer bösen Nanotechnologin. Dafür bekam das Spiel auch sehr gute Kritiken und holte die Investitionen auch wieder herein. Das ganze Gameplay, die Story und die Zwischensequenzen schaffen eine tolle Agentenatmosphäre und machen das Game durchaus spielenswert. Da stimme ich mit den vielen Kritiken überein. Vermutlich haben sie die 3 Monate Verzug sinnvoll genutzt, denn eigentlich hätte das Spiel zeitgleich mit der GBA-Version erscheinen sollen.
Für die PlayStation gibt es noch einen Online-Zweispieler-Modus. Doch damit ist eigentlich auch schon alles zu dem Spiel gesagt, also weiter zum nächsten Titel. Ebenfalls 2004 erschien GoldenEye Rogue Agent. Wieder von EA Games und wieder für die glorreichen drei Plattformen sozusagen. Diesmal kam allerdings eine NES-Version hinzu. Die schaue ich mir nicht separat an, weil sie nahe an das Original herankommt und deshalb ist es für mich nicht so reizvoll. Es ist auch wieder ein Shooter, der einiges an Waffen und Gadgets bietet. Das beste Gadget aber ist das Auge des Agenten. Und hier sind wir eigentlich auch schon beim größten Problem des Spiels. Man ist nicht auf der Seite des MI6, sondern arbeitet als Agent für Oris Goldfinger. Jedoch muss man nicht gegen die Guten, also den MI6, kämpfen. Nein, es geht darum, Dr. No zu beseitigen. Den wollte unser Agent schon einmal beseitigen, doch dabei verlor er sein Auge. Danach wurde man extrem brutal und flog aus den Diensten seiner Majestät heraus. Als abtrünniger Agent heuerte er bei Oris Goldfinger an, der ihm sein kaputtes Auge durch ein Hightech-Teil ersetzen lässt. Mit dem Auge kann unser Agent sogar durch Wände sehen. Eigentlich ganz cool, aber eben mit dem Namen ist es so eine Sache, denn das Auge ist goldfarben und deshalb heißt der ganze Titel auch Golden Eye. Und das ist ein bisschen schade, weil EA Games damit natürlich nur auf Käuferfang ging, weil eben Golden Eye der Titel des James Bond Films ist. Und das Spiel hat aber eigentlich gar nichts damit zu tun, man ist nicht mal James Bond und das finde ich auch irgendwie schade. Trotzdem musste EA Games natürlich Lizenzgebühren zahlen, aber trotzdem hätte man das besser lösen können. Auch hat das Spiel eigentlich gar nichts Tolles zu bieten. Natürlich ist dieses Auge cool, es sind die üblichen Gadgets, aber ansonsten gibt es auch nicht wirklich viel Neues. Die Qualität von Sound und Grafik sind okay, aber naja, man hätte aus der Idee vielleicht auch noch ein bisschen mehr rausholen können. Wie gesagt, die Gadgets sind ganz witzig, das goldene Auge, mit dem man hier verschiedene optische Sachen machen kann. Man hat zum Beispiel auch Giftgas oder Raketenantriebe, mit denen man die Gegner beseitigen kann oder auch Falltüren. Also ganz coole Gadgets, aber wie gesagt, so die Gesamtumsetzung war nicht perfekt. Naja, schade, aber weiter zum nächsten Titel. 2005 besann sich EA Games dann wieder auf das gute alte James Bond Image und brachte James Bond 007 From Russia with Love auf den Markt. Und man spielt diesmal Sean Connery, was aufgrund der Third-Person-Perspektive natürlich besonders auffällt. Das Game spielt sich eigentlich ganz gut, jedoch gab es nur durchschnittliche Kritiken. Es sei zeitweise eher langweilig, die Levels wenig einfallsreich und die Gegner relativ dumm. Aber es gibt auch Stimmen, die dieses Spiel als ein gelungenes Ende der EA Games Ära bezeichnen. Das Game habe es durch den Bezug zum Film und die Einbeziehung von Sean Connery geschafft, James Bond wieder aufleben zu lassen. Ich kann das auch verstehen, denn beim Spielen wird man natürlich an die Filme der damaligen Zeit erinnert und ja, das Flair des Agenten überträgt sich auf einen irgendwie. Die verschiedenen Missionen beinhalten auch Aufgabe, bei dem Bond mit dem Aston Martin durch die Straßen jagen muss. Das Spiel gab es für die üblichen Verdächtigen, PS2, Xbox und GameCube. Diesmal kam aber noch eine PSP-Version obendrauf, also die PlayStation Portable. Ja, nach Domark, ein paar anderen und zwei Spielen von Nintendo ging damit auch die EA Games Zeit zu Ende. Wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. 2008 erschien 007 Quantum of Solace und diesmal wurde das James Bond Spiel von Activision gepublished. Die hatten eine wilde Fahrt hinter sich. Videogame Crash, den Versuch, Applikationen zu entwickeln, neuer Name, Verkäufe und Fusionen. Letztlich tritt Activision als Publisher auf, mit Vivendi und Blizzard im Hintergrund und einigen Entwicklungsstudios rund um den Globus. Mit Quantum of Solace schufen sie einen First-Person-Shooter, der zum ersten Mal Daniel Craig als Protagonisten zeigte und auch seine Stimme verwendet. Wobei First-Person-Shooter nur für die PlayStation 3, die Xbox 360, die Wii und den PC gilt. Es gibt auch eine Version für die PlayStation 2 und den Nintendo DS, die allerdings, wie ihr hier sehen könnt, Third-Person-Shooter sind. Gut, auch die Konsolenversionen der 7. Generation haben Third-Person-Elemente, zum Beispiel wenn man sich duckt oder einen Gegner überwältigt. Die Nintendo DS-Version erinnert mehr an The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Da aber hier eine Bedienung mit Touch und Stylus notwendig ist, stelle ich es nicht explizit hier im Video vor. Viel ist eigentlich zum Spiel selber gar nicht zu sagen. Es gibt die üblichen Elemente wie Schießen, etwas Stealth und ein paar Rätsel, verziert mit etwas Geschicklichkeit. Es baut sowohl auf dem Film ein Quantum Trost auf, aber auch einige Szenen von Casino Royale wurden eingebaut.
Die Kritiken finden so lala aus, aber James Bond Fans werden bestimmt ihren Spaß dran haben. Insbesondere die, die den Stil des Daniel Craig gut finden. Ehrlich gesagt gehöre ich nicht ganz zu dieser Fraktion, aber egal. Wir gehen jetzt einfach weiter zum nächsten Game. 2010 wurde das nächste Bond-Game von Activision released. Es trägt den Titel James Bond 007 Bloodstone. Dieses Mal ist es wieder ein Third-Person-Shooter, der aber ein paar Missionen beinhaltet, bei denen es ums Fahren und nicht ums Schießen geht. Zudem gibt es natürlich auch wieder die Möglichkeit, Gegner im Nahkampf zu bezwingen. Der Agent hat das Aussehen und die Stimme von Daniel Craig, sodass man sich auch zügig als Bond fühlen kann. Das Spiel gab es nur für die PlayStation 3, die Xbox 360 und Windows und für die Nintendo DS. Die aktuelle Nintendo-Konsole wäre eigentlich die Wii gewesen, aber man entschied sich nur die mobile Konsole zu nutzen. Das Game erhielt sehr gemischte Bewertungen, vor allem die kurze Spielzeit von nur 5 bis 6 Stunden, von der die Hälfte auch noch recht langweilig sei, wurde kritisiert. Ich habe das Spiel nur kurz gespielt, aber es muss wohl Missionen geben, bei denen sehr viele lange Gänge zu durchwandern sind, ohne dass überhaupt irgendwas passiert. Hingegen wurden die Teile hoch gelobt, bei denen James Bond den Aston Martin oder ein Boot steuern muss. Mir hat der Anfang ganz gut gefallen und wahrscheinlich werde ich es in einer ruhigen Minute mal wieder rausziehen und spielen. Activision hatte die Spieleschmiede Bizarre Creations 2007 gekauft und mit der Programmierung beauftragt. Leider wurde die Firma 3 Monate nach Release von Activision geschlossen, vielleicht auch, weil sich das Game eben sehr schlecht verkaufte. Auch ein geplantes Nachfolgerspiel wurde leider fallen gelassen. Soweit so gut, ich komme damit zum nächsten Titel. Gleichzeitig mit dem Erscheinen von Bloodstone kam 2010 das Spiel GoldenEye 007 auf den Markt. Dies geschah sogar am ganz gleichen Tag wie Bloodstone, allerdings gab es dieses Spiel nur für die Wii und die Nintendo DS. Bloodstone hingegen wurde ja für die Xbox 360, die PlayStation 3 und Windows released. Allerdings auch für die Nintendo DS, sodass die Besitzer eines solchen Gerätes sich zwischen beiden Versionen entscheiden konnten, wurde auch beide kaufen. GoldenEye ist ein Remake des Spiels von 1997, allerdings ist es komplett neu programmiert. Remake bezieht sich hier nur darauf, dass der fast identische Handlungsstrang zugrunde liegt. Das Game bekam durchweg positive Bewertungen. Manche meinten sogar, es sei der beste First-Person-Shooter für die Wii. Die DS-Version schnitt allerdings nicht ganz so gut ab. Vielleicht auch aufgrund dieser guten Kritiken veröffentlichte Activision ein Jahr später das gleiche Spiel nochmal, allerdings diesmal für die PlayStation 3 und die Xbox 360. Das heißt dann auch GoldenEye Reloaded. Diese Version spiele ich. Das Jahr Verzug wurde dazu genutzt, um das Ganze HD-fähig zu machen, denn die Konsolen waren ja HD-fähig und entsprechend wollte man diese Funktion auch unterstützen. Jedoch fielen diesmal die Bewertungen schlechter aus. Vermutlich liegt es aber auch an der Konkurrenz, denn für diese beiden Konsolen gibt es sehr gute First-Person-Shooter. Bei der Wii bzw. Nintendo generell gibt es einfach ein ganz anderes Klientel. Eigentlich ist auch zu dem Spiel schon gar nicht mehr viel zu sagen. Ihr seht ja selbst, wie es aussieht. Es gibt aus meiner Sicht allerdings noch einen kleinen Wermutstropfen. Man nutzte Daniel Craig als Protagonisten und nicht wie im Film oder im Originalspiel Pierce Brosnan als Darsteller. Entsprechend wurde das Game auch angepasst, um Craigs Interpretation von James Bond näher zu kommen. Erwähnen kann ich vielleicht noch, dass diesmal keine Uhr mehr zum Einsatz kommt, sondern die ganzen Gadgets in das Smartphone gepackt wurden. Und die Intelligenz der Gegner wurde individualisiert, das heißt, jeder Bösewicht reagiert ein wenig anders. Ja, damit würde ich es jetzt aber auch belassen und zum nächsten Titel weitergehen. 2012 veröffentlichte Activision das bis dato letzte James Bond Game. 007 Legends heißt es und wurde anlässlich des 50. Filmjubiläums herausgebracht. So enthält das Spiel für jeden der 6 Schauspieler eine eigene Mission. Zu jeder Mission gehört auch eine Aufgabe, die mit einem Fahrzeug gelöst werden muss. Und es wurde mehr Wert wieder auf die Stealth-Elemente gelegt. Doch fast immer gelingt es auch, das Level durch pures Schießen zu bestehen. Es ist wieder ein First-Person-Shooter, kein Wunder. Es wurde ja auch die gleiche Engine wie bei GoldenEye Reloaded verwendet. Entsprechend hat sich auch bei der Plattform nicht viel getan. Es gibt wieder PlayStation 3, Xbox 360 und Windows-Versionen. Und diesmal kam die aktuelle Nintendo-Konsolen-Generation dazu. Also wurde es auf der Wii U released. Abgesehen vom Multiplayer-Modus erhielt das Game aber durchweg schlechte Kritiken.
Die Missionen seien unzusammenhängend und dem Spieler werden ständig Hilfen angezeigt. Damit drückt der Spieler eigentlich nur die vorgegebenen Buttons, ohne irgendwie eigene Initiative übernehmen zu können. Manche meinten auch, es sei ein billiger Call of Duty-Klon und ja, das war natürlich nicht so toll. Die logische Konsequenz waren sehr schlechte Verkaufszahlen, woraufhin zeitnah die James-Bond-Spiele aus den Online-Läden verschwanden. Gleiches geschah mit den Servern für die Multiplayer-Games. Innerhalb von einem Jahr war da kaum noch was zu sehen. Und Eurocom, die einige James-Bond-Spiele neben vielen anderen entwickelt hatten, schlossen Ende 2012 ihre Tore für immer. Wahrscheinlich eben auch, weil 007 Legends floppte. Obendrein verabschiedete sich Activision von den James-Bond-Games und Spielen im Allgemeinen, bei denen man eine Lizenz erwerben muss. Zum Spiel selber ist gar nicht mehr so viel zu sagen. Es ist ja sehr an Bloodstone angelehnt. Sie haben ein bisschen an den Gadgets geschraubt, zum Beispiel hat das Smartphone jetzt ein Mikroskop mit dabei und die Kugelschreiber können unterschiedliche Pfeile abschießen. Es gibt jetzt auch wieder eine Uhr, das ist anders, an der kann man jetzt Gegner finden und ein paar andere Kleinigkeiten. Was auch neu ist, sind die Experience Points, die man sammeln und für Upgrades nutzen kann. Aber ansonsten ist es ein durchschnittlicher First-Person-Shooter mit Stealth- und Vehicle-Elementen. So, ja, das waren alle offiziellen James Bond Videogames. Was ich nicht mit aufgenommen habe, sind die Mobile Games, also die fürs Handy, die passen aber eigentlich nicht dazu und zu meinem YouTube-Kanal sowieso nicht. Verwunderlich finde ich, dass es schon fast 10 Jahre lang kein James Bond Videospiel mehr gegeben hat. Letztlich gab es ja auch Filme, also Skyfall 2012, Spectre 2015 und jetzt 2021, keine Zeit zu sterben. Gerade den Verzug durch Corona hätte man gut nutzen können, um ein Spiel herauszubringen. Allerdings ist immerhin schon ein neues in Planung. Im Moment gibt es nur den Arbeitstitel Project 007. Vielleicht bleibt es ja sogar bei dem Titel oder es gibt dann den aktuellen Filmnamen, wer weiß. Man wird sehen, wofür sich IO Interactive, die derzeit daran arbeiten, entscheidet. Ja, ich selbst konnte einigen Spielen hier etwas abgewinnen. Einen klaren Favoriten konnte ich aber nicht herausarbeiten. James Bond hat mich noch nie so fasziniert, war mir irgendwie zu britisch und bei den letzten Filmen oder Spielen gibt es eigentlich auch keine großen Unterschiede mehr zu sonstigen Shootern bzw. Actionfilmen. Aber vielleicht seht ihr das ja ganz anders. Also schreibt mir in die Kommentare, ob oder bzw. welche James Bond Spiele ihr gespielt habt, welche ihr gut fandet, welche nicht und ob ihr den aktuellen James Bond Film gesehen habt. Und ja, mich würde es interessieren, schreibt rein. Ich sag danke fürs Zusehen, das war's. Schaut wieder rein, wenn es heißt Retro und Games. Bis bald. Ciao.